Ja, wo finden wir nun das Wassergefäß? Ich weiß es nicht, aber wir werden uns jetzt mal einfach zurückbegeben nach Eldin, weil wenn es hier nirgends Anhaltspunkte gibt, dass wir was quasi runterschmeißen oder runterregnen lassen, dann gehe ich mal davon aus, dass das dort unten in der Nähe sein muss, irgendwie. Jetzt gehen wir einfach zu der Quelle zurück. Ja, gehen wir zu der Quelle zurück, eventuell. Vielleicht ist jetzt ein Weg frei geworden, wo wir uns an diesen Ranken entlang hangeln können. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall begrüße ich euch direkt herzlich zurück hier zu Skyward Sword HD. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Und jetzt suchen wir uns gleich. Genau, Dankeschön. Jetzt suchen wir uns gleich das. Ja, Vulkankrater. Da will ich hin. Genau. Wir brauchen ein großes Gefäß. Also ich bin ziemlich sicher, dass Trapo irgendein Gefäß herumtragen muss dann. Vielleicht ist das Gefäß jetzt schon dort. Vielleicht durch Zufall. Vielleicht ein Magma. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß zumindest, es muss eine Verbesserung unserer Grabklauen dann in dem Tempel geben, denn dieses Loch ist definitiv, wenn die Statue schon sagt, du brauchst irgendwas, um dich wie ein Magma zu bewegen, ja definitiv, dann wird es eine Grabklauenverbesserung oder so sein. Ist jetzt so mein Ding. Jetzt schauen wir mal. Ich habe ja zwei Flaschen mit, aber das wird nicht verbrüht. Hey! Haha! Als ob ich es gewusst hätte. So. Ach du hier, suchst du immer noch nach deiner Freundin? Was ich hier mache, ich suche natürlich nach einem Schatz, ist doch klar. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gefunden. Hast du vielleicht eine Idee? Willst du es wissen? Wie, du weißt was? Du und ich, wir sind doch gute Freunde. Los jetzt, erzähl schon. Was, die Flammen versperren dir den Weg? Dann kipp doch Wasser drauf. Du brauchst ganz viel Wasser dafür. So ist es also, dann reicht das hier wohl nicht, verstehe. Das Wasser hier stammt aus dem Floriasee, ist ja interessant. Der ist ziemlich weit weg. Ein Kumpel von mir war im Wald von Piron auf Schatzsuche und ist dort über den Wasserweg hierher zurückgekehrt, sagt er zumindest. Mit dem Wasser aus dem See lässt sich dein Problem ja vielleicht lösen. Ich empfehle den Worten des Magma zu folgen und zum Floriasee zu gehen. Was den Transport des Wassers angeht, vielleicht solltest du dich an den Wasserdrachen wenden. Stimmt, mit dem Wasserbehälter, in dem er sich vor seiner Verletzung erholt hat, sollte es möglich sein, das Wasser zu transportieren. Stimmt doch! Soll ich die frühere Information verarbeiten und das Gefäß als Ziel? Ja, bitte. Sehr wohl, das Gefäß, in dem sich der Wasserdrache aufhielt, wurde als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Ist ja witzig. Lässige Übung. Aha, und hier kommt man wieder zurück. Ist ja witzig. Und können wir... Oh, ich habe eine Idee, wie das gehen könnte. Haha, Moment. Moment, Moment, Moment. Ach, was ist es? Ah, ja, gut. Warte, warte. Ich dachte mir, ich könnte den da rufen und dann mit einem Ding darauf. Aber wohl nicht. Hey, warte mal. Geht's vielleicht einfach so? Moment. Oh, ja, das geht. Das geht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Oh, scheiße. Aber hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das gehen kann. Da hinten ist übrigens ein Artefakt der Göttin. Jetzt pass auf, nochmal, komm. Hopp. Ja, 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 ja. Geil! Scheiße, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ganz vergessen, dass das hier gehen kann. Ah, wie nett. Und auch noch ein Artefakt der Göttin. Wie schön. Das fängt gut an hier. Und jetzt, da werden wir wahrscheinlich zurückkommen zum Floriasee, oder? Hoffe ich mal. So, wie schon was? Boom. Hier. Was tue ich da? Ich weiß nicht, was ich tue gerade. Ich hoffe mal... Muss ich rauf? Geht es rauf? Es geht rauf. Was ist los? Wieso? 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 Nein! Stimmt doch! Haha, ganz vergessen. Die Ausdauer hält an, wenn man herumkraxelt. Und jetzt aber schon.
Nice. Boing, boing. So, was gibt's hier? Schlamm, Schleim. Zeichnest du einen Pfeil an einer der mysteriösen Wände, wird ein ähnlich geformtes Objekt erscheinen. Ah, wie nett. Also, das war's? Was? Ich dachte mir, hier komme ich zum Floriasee. Verdammt. Also war das doch nicht der Rückweg. Dann werden wir wohl quasi den The Long Way Home nehmen über die Statuen. Aber cool, wir wissen schon mal, um was es jetzt geht. Das heißt, wir werden einen Trapo suchen. Zuerst mal Wasserdrache, Wolkenmeer, wunderbar. Oh, Floriasee, das heißt, ich muss ja auch natürlich, ich muss natürlich übers Wolkenmeer dann mit einem anderen Strahl rüber. Mei, das hätten sie noch machen können irgendwie. Das hätten sie wirklich noch irgendwie reinbringen können, dass man quasi direkt das Reisen ermöglicht. Denn letzten Endes, das bringt uns kaum was, da herum zu gurken. Außer, Moment, dass wir vielleicht die nächste Kiste da markieren. An dem Ort, der uns bisher nie was gebracht hat. So, runter. Rauf! Das war's. Aber doch, ist schnell genug. Ja. Und jetzt müssen wir einfach Richtung Floriasee. So, komm, Floria. Floria Wasserfall, Floriasee. Wir probieren es einfach. Schauen wir mal. Hallo, Floriasee. Oh Gott. Ich glaube, ich hab einen Scheiß gedreht. Scheiße, Mann. Ich glaube, das ist jetzt blöd. Ich hätte doch anders herum sollen. Naja, ist ja wurscht. Okay. Dann wissen wir das auch schon mal. Und rauf. Komm, eine Blase für mich, danke. Hätte ich es doch anders machen sollen. Da ist er, der Wasserdrache. Die olle Schrolle. Und go. Hallo, das Gefäß hätte ich gern, bitte. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Wie? Du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen? Na gut. Meine Kraft ist zurück und ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Unbedingt. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde nun nach ihm rufen. Der große Wasserbehälter. Danke, Herr Wasserdrache. Wir sind damit fertig. Du hast damit deine Pflicht erfüllt. So, daraus hätte ich doch gleich hier angefangen. Dann wäre das schneller gegangen. Naja. Ach ja. Eine Sache, die ich vergessen habe.
Wie kommt man zu dem Rubin? Logisch, wie man zu dem Rubin kommt da drüben. Mit unserem Käferlein. Das ist ja ganz klar. Warte, jetzt geht sie aus. Schön. Freude. Ja, ins Wolkenmeer und jetzt müssen wir halt wieder den langen Weg zurück. Ja, bitteschön. Die Macht der Göttin. Jawohl, da ist er. Trapo, du alte Sauhaut. Einmal hinauf. Und wieder runter. Ist irgendwie nice, wenn man einen Begleiter hat. Und go! Da mag er nichts hinterher. Nice. Yes. Schleichender grüner Wicht. Okay. Ich meine, wir hätten gleich drüben landen können, wäre nicht so. Aber ja, dann machen wir das halt. Und ich weiß auch wie. Pfeil und Bogen, ein Kopfschuss und boom. Ist ja nice, Sir. Next. Da, komme ich da entlang? Könnte sein, gell, dass das geht. Kann ich nochmal verwenden, das ist halt das Schöne dabei. Reg dich nicht auf, so künstlich, Freund. Yeah, yeah, yeah. Boom, Motherfucker. Aus aktuell. Ja, Pfeil und Bogen ist halt geil. Kannst sagen, was du willst. Pfeil und Bogen ist super. Werden die kaputt davon? Ich glaube nicht, ich glaube, den müssen wir dann mit dem Schwert weiter bearbeiten. Naja, egal. Oh, okay. Ich hab's verschrien. Ist aber auch schön. Das ist mal gut gechinkst. Ist halb gewonnen, würde ich mal sagen. Spricht wirr. Er spricht wirr. Oi, oi. Magma! Riesenkäfer. Hm.
Ja. Locker bleiben. Locker bleiben. So, ich sollte mal locker bleiben. So, jetzt aber. Das war zu wenig weit. Es gibt also Grenzen, wie es aussieht. Verschwinde, du blöde Sau. Bisschen höher zielen. Ja. Höher zielen, gut. Höher zielen, top. Ich denke, das war's mal vorerst. Das könnte gehen. Hey, warte mal. Jetzt überlege gerade, wo bin ich da gerade eigentlich? Ich muss hier eigentlich ganz woanders hin. Der Tempel bringt's ja nicht für mich, oder? Das reicht aus. Ich bin froh, dass ich auch den besseren Köcher habe, Gott. Der Eisenschildinger. Sehr was Eisenschildinger. Penner! Das müsste es gewesen sein, oder? Noch nicht. Das war's jetzt aber. Auch nicht, okay. Das war's jetzt. Boom! Ein 20er, wie schön. Hi. Das war Glück. Das war pures Glück. Gefühlt. Gefühlt war das pures Glück gerade. Naja. Wir wissen ja jetzt wohin. Ah ja, stimmt. Da wissen wir jetzt wirklich wohin. Doch ein weiter Weg. Hey, Jungs und Mädels, was geht? Monsterhorn, das brauchen wir für irgendwas später mal. Komm. Ich gehe übrigens davon aus, dass die Flamme dann da hinten ist, dass der Dungeon da hinten ist. Ich lass dich doch nicht allein. Ei. Was? Ihr seid fies. Okay. Und komm. Geht das mit einem Schuss? Ja. Ist was besser als mit den Bomben.
Nur halt bald recht knapp auch. Ja, jetzt haben wir's. Einer noch, komm. Hä? Der kommt diesmal nicht? Interessant. Also mit dem hätte ich jetzt schon voll gerechnet. Naja. Wurscht. Da sind wir. Gehen wir's an. Ab geht die Post. Gehen wir's an. Vollgas. Jetzt aber. Das hast du sehr gut festgestellt. Also ohne dich hätte das jetzt keiner gesehen. Super Sache, wir sind jetzt... Ist das jetzt der Dungeon? Wer weiß. Jetzt sprechen wir nochmal mit dir. Ich weiß, das ist dir nicht... Da lasse dich auch noch vortreten. Na los, geh, sieh dich um. Mach ich natürlich. Aber erst gibt's einen Cut.